Hallo und herzlich willkommen auf eurem Lieblingskanal hier bei Flip Floyd. Uns wurde zugeschickt Videos that suddenly end in chaos. Und da bin ich schwer gespannt. Die Bitte war übrigens auch nicht zu lachen. Also eine Try Not to Love Challenge daraus. Echt? Ich dachte, das wäre wieder so eine Try Not Oh Lol, die ich so krass verkackt habe. Ja, ja. Oh, aber. Oh, die würde ich nicht schaffen. Würde ich nicht hinkriegen. Bei sowas? Say, eine Try Not Wollen to Oh Lol. Wollen wir es kombinieren? Okay. Try Not to. To love or lol? Ja, try not to lol and laugh oder irgendwie okay. Sowas. Ja, wir versuchen das. Wir versuchen okay. Nicht lachen und oh lol ist verboten. Ja, genau. Okay. Na dann, rein in den Spaß. Und da hätte ich fast verkackt. Wo? Wo war an der Stelle bitte die John Dorian Drei-Klopfer-Methode? Ja. Ja, hätte man verhindern können. Ja. Kein Mitleid. Also sah. Auch wenn es so knapp aussah, hätte man damit gerettet. Alter. Unangenehm. Unangenehm. Aber hat er gut gemacht. Wie kommst du in so eine Situation? Wie kommst du dazu, in der Situation so cool zu sein, dieses Video zu machen? Ja, Mann. Wie Vollblut. Weiß ich, Wheeler oder TikToker oder was das alles gibt, musst du sein. Ich hätte auch andere Sachen im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, in dem Moment. Ja, nämlich. Das ist sehr wahrscheinlich. Ey, wie krass schwer es mir fällt, dieses Oh lol nicht rauszuhauen. Ja, das ist. Ich muss mich hardcore konzentrieren. Holy. Ja. Ganze Haus neu machen. Also zumindest den vorderen Teil ja. Da. Das Dach da abgesunken, das war echt eine üble Nummer. Aha. Da fällt mir mal Werner ein. Bis er explodiert. Aber auch diese kurze Handbewegung. Ja, geh mal nochmal ein Stück nach hinten, bitte. Da wär's mir fast passiert. What the f- Alter. Ist den Leuten klar, in was für einer Situation sie gerade waren? Ich glaube nicht. Also dafür feiern die zu viel im Hintergrund. Aber das war, ich hatte schon angesetzt zum Digga, ich zähl den What the fuck auch als Oh lol, nee, ne? Nee. Okay. Das ist schon wichtig. Holy fucking shit, Alter. Das ist mein Knall. Wie wär's damit zu Silvester, statt Böller? Nee, danke. Die Tonne ist völlig hinüber, guck mal. Und bam. Oh no. Flo leidet. Der Double Kill. Let's go! Schön. Scheiße. Oh. Hinlegen. What? Wurde er gerade von einem Seelöwen gebitch-slappt? Was war das? Mit einem Oktopus im Maul? Ja, ich glaube, oder? Kannst du kurz zurückgehen? Ja, du hast recht. Also, ist das echt passiert? Ich glaube schon, aber meine komischen Mundgeräusche lagen tatsächlich an Ollis Gesichtsausdruck. Ist jetzt schwierig? Ich weiß. Alter. Roll it, Paul. Roll it. Oh, es gibt ein Slow-Mo. Oh, sogar mit allen. Kannst du nicht machen. Tschüss. Sorry. Oh nein, ich hab mich gekriegt. Oh nein, ich bin raus. Ah, ich hab nicht mal mit der Katze die kotzen muss gerechnet. Die war zu viel für mich.
Pups Humor ist genau mein Humor. Da kann ich nichts gegen machen. Tut mir einfach leid, Jungs. Tut mir leid. Husten, ne? Paul, husten. der war hart. Okay, weiter. Okay. Das ist auch so gut. Das ist so gut, ja, Mann. Ich nach einem Besuch bei Mexikaner. Nicht Witze reinbringen, Olli. Ach, Kunst. Alter, das ist was für dich, Flo. Ja, oh, ist ein bisschen schief gegangen. Ich glaube, darum geht's in diesem Video. Was war das? Was war das? Das war so eine Stinkbombe. Also Ach so, ich hab ja Badebombe gelesen. Nee, das war so. Das ist ja mies. So, Alter. Wahrscheinlich so ein Furzding oder so. Oh, Alter. Und Alter. Dann zuziehen. Oh, nee, das ist nicht aber nett. Aber das Timing. Das ist ja, insane Mann. Gut gewesen. War. Aber er leidet immer noch. Ich hab so harte Knossi-Vibes. Oh, Knossi. Die Scheiße zugeschickt bekommen. Das ist so gut. Ungefähr so hat er sich. Wo er so sehr wirken muss, dass ihm der Sabber aus dem Mund rausläuft. Weißt so du, das hat sich das auch angehört. Du Drecksau! Er hat wirklich einer Scheiße geschickt. Oh Mann. Wow. Die Stille macht mich fertig. Ja, oder? Das ist total unheimlich. Oh. Oh! Das ist nicht lustig. Große Kaka. Ja. Ist aber ja auch Ends in Chaos, ne? Aber Alter hat ja ein soundproofedes Auto gehabt. Was? Was zur Hölle? Was? Was ist da passiert? Ich glaube, ich hab's verkackt. Also das konnte ich nicht mehr. Ich hab immer noch nicht verstanden, was da passiert ist, aber ich liebe es. Können wir den nochmal gucken? Ja, komm, Olli. Alleine für die T-Shirt-Wahl gewinnen die Jungs einen Preis. Tut mir leid, aber. Okay, also ich glaube, zuckerlastig. Meinst du, der Junge? Er tut so, als ob. Meinst du, der Junge war eingeweiht? Ich kann es, also ich muss hoffen, ja. Oh, sorry. Wenn es gespielt ist, ist es gut. Was eine Nummer! Warum, Alter? Das Schnarchen? Es hat funktioniert. Das Schnarchen war gut. Okay, der wollte wahrscheinlich einen neuen Deckenventilator. Oh, da wäre es mir fast passiert. Wie sie schreien. Der arme Junge. Ja, funktioniert ja. Hast du gerade gesagt, der arme Junge? Ja, der wollte doch nur in seinen Mercedes steigen. Ja, dem Bären gehören die Rechte an Baloo, deswegen. Ja. Unangenehm. Sehr unangenehm. Da kamen zwei Kinder raus. Ja. Alter! Give me your chair. Alter,
Was? Das ist ein Stuhlmatch, oder? Nee. Nö. Das, Olli, ist eine Stuhlprobe. Oh, nee. Er hat auch so gar keinen Bock zu diskutieren, aber er hat noch einen Löffel. Oh, scheiße, das hätte aber wortwörtlich richtig schlimm ins Auge gehen können. Ja. Nein, 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 bitte nicht. Ah, nein, nein. Was? Ach, das ging genau bis dahin, da hat er richtig Glück gehabt. Ach du Kacke. Was? Ich würde jetzt so feiern, wenn er seine Angel wieder auswirft. Russland. Aber ich glaube, die Fische sind abgehauen. Die sind jetzt in Bewegung. Ich hätte so Angst, dass er sich den Haken in die Hand haut. Ey, ich hasse das. Oh nein. Oh, er hat es mit seinem Körper gestaubt. Oh nein. Oh, ist rüber. Das zweite Mal nicht mehr. Oh, perfekt. Warum ruft da keiner? Oh. Warum hat da denn niemand Bescheid gesagt? Nicht lustig, Alter. Tiere, die Panik haben, sind nicht lustig für mich. Ja, das bringt ja nichts. Das arme Tier, ey. Okay, das Ende ist gut. Aber rausgekommen. Ja. Timing war gut. Ja. Alter. Es gibt wenige Sachen, die ätzender sind, weil der hat gerade getrunken. Was? This is my personal space? Ja. Hi, I'm Ray Gardner, spokesperson for Tango. This letter is from Sebastian Loys, a French exchange student. Sebastian says, I tried new blackcurrant Tango and didn't enjoy it as much as Tango's other flavors. Well, Sebastian, all I can say is sorry. We've done all we can. We try to provide satisfaction for all Tango drinkers, even if you're only visiting our great nation. Ah, it's not easy. My friend Jeff here has been working on BCT for 3 years. You're an exchange student, aren't you, Sebastian? All hair gel and fancy loafers. What are your credentials, Sebastian? Was passiert da gerade? Ich find's fantastisch. Was zur Hölle? Ich liebe es. Das ist ja absolut fantastisch. Die beste Werbespot, den ich je gesehen habe. Das ist so großartig. Wenn das ein echter Verbraucherbrief war, ist das das Beste ever. Sorry, aber die Jets am Schluss haben mich gekriegt, Alter. Das war der nötige Step, der noch gefehlt hat. Das war großartig. Alter, Werbeclip feiere ich. Unglaublich. Ja, Mann. Wie geil war das denn? Also aber auch die gesamte Message dahinter zu sagen, so hey, wir haben einen Brief bekommen, wir haben es gelesen, wir nehmen das ernst, aber ey, fick dich, Mann, wir stehen hinter unseren Produkten. No hate, trotzdem ein guter Leserbrief. Ja. Boah, nice. Das auch. So wie Flo's T-Shirt der andere Umgang mit Hate. Ja. Das ist richtig. Halt mal das Maul, gestern hast du noch Curry King gefressen. Ja, ey, Flo, hast du gewonnen, oder? Naja, nicht wirklich. Nicht also, wirklich. Nicht so wirklich, nee. Ich glaube, Sachen wie muss man schon wissen. Ja, aber gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja, war schön. Ends in Chaos, stark. Ja, mir gut gefallen, Freunde. Gute Challenge. Bisschen viel Pausen drin, fand ich, aber...
Ey, sorry. Es ist, ich, gerade bei solchen Clips, ist ganz Paul oft... Paul möchte analytisch vorgehen. Ja, es ist ganz oft so, dass man auch ein bisschen auf den Ton und was gesagt wird achten muss. Das ist richtig. Paul, also deswegen ja. habe ich bei denen, wo... Paul, wenn du jetzt losläufst und an einem Ring endest, bin ich voll bei dir. Ja. Mach das, wenn die Kommentare kommen von wegen, ihr habt das Video viel zu oft pausiert. Ja. Dann machst du bitte diesen Werbespot. Okay. Wir betreiben unseren Kanal, wie wir das wollen. Wir machen das mit Passion. Und wenn du irgendein Problem damit hast, dann hier und jetzt, du gegen mich. Jetzt. Dir ist schon klar, dass alleine durch diese Aussage die Leute jetzt richtig Bock haben, Hate-Kommentare reinzuschreiben. Na, aber das ist gut, weil dann ist es plötzlich nicht mehr ein ernst gemeinter Kommentar, sondern dann ist es auf einer lustigen Ebene und dann kann es uns nicht abfacken. Außerdem weißt Problem du ja, gelöst. Jedes Hate-Kommentar, ja, kannst Leuten quasi mit dem Tode drohen. Wichtig ist nur, auch nach deutschem, nach neuem deutschen Medienrecht und Strafrecht und Völkerrecht, Genfer Konvention hat gesagt, wichtig ist, dass am Ende steht, no hate, trotzdem gutes Video. Ja.